Willkommen, mein Name ist Marius Ebert, ich bin Experte für leichtes und schnelles Lernen und bespreche in kleinen Schulungsvideos bestimmte betriebswirtschaftliche Begriffe, hier die Kreuzpreiselastizität. Die einfache Elastizität finden Sie in einem anderen Video. Worum geht es hier? Es geht um zwei Produkte A und B, und zwar um eine Beziehung über Kreuz, das heißt, wie wirkt sich eine Veränderung bei dem einen Produkt aus, eine Preisveränderung bei Produkt A, wie wirkt sich das aus auf die Menge von B? Also es geht über Kreuz, A und B, zwei Produkte werden in einer Beziehung zueinander untersucht. Denn Elastizität ist ja die grundsätzliche Frage, wie wirkt sich eine Preisveränderung auf die Mengenveränderung aus? Und das Ganze stellt man gerne da als T. T ist der trifinische Koeffizient. Trifin, T-R-I-F-F-I-N. Trifinische Koeffizient ist das gleiche wie die Kreuzpreiselastizität und das ist ein Doppelbruch. Ein Doppelbruch. Und im Zähler steht der Preis von A und hier oben im Zähler dieses kleinen Bruches steht die Preisveränderung Delta PA. Hier steht die Menge von Produkt B und hier oben im Zähler Delta die Mengenveränderung von Produkt B. So, und jetzt stellen wir uns mal vor, wir senken den Preis von Produkt A. Hier ist also ein Minus. Und was passiert jetzt mit der Menge von Produkt A? Mit XA? XA geht jetzt rauf normalerweise. Und jetzt kommt es drauf an. Wenn jetzt XB, Delta XB, runtergeht, also hier ein Minus steht, dann haben wir Minus durch Minus, haben wir Plus. Das heißt, der trifinische Koeffizient ist größer 0. Und in welcher Beziehung stehen jetzt hier die beiden Produkte? Wenn der Preis von Produkt A sinkt, die nachgefragte Menge von Produkt A steigt, und die nachgefragte Menge von B sinkt, dann haben wir eine substitutive Beziehung. Das heißt, Produkt A und Produkt B können sich gegenseitig ersetzen, so wie Butter und Margarine als substitutiv angesehen werden. Also, der Preis für Margarine sinkt. Die Menge für Margarine steigt, parallel geht die Menge für Butter auch runter. Wir haben Minus durch Minus, ist Plus, ist größer 0, eine substitutive Beziehung. Entsprechend nehmen wir wieder den trifinischen Koeffizienten, nehmen wir wieder unsere Doppelbrüche, wir machen wieder das Spiel, wir haben den Preis des Produktes A und hier die Mengenveränderung des Produktes A und entsprechend die Mengenveränderung von Produkt B, immer ausgedrückt hier im Zähler durch Delta. Delta ist immer eine Mengenveränderung. Jetzt nehmen wir wieder an, wir senken den Preis für Produkt A. Hier steht ein Minus. In einer Nebenrechnung müssen wir jetzt sagen, die Menge von Produkt A steigt. Und wenn jetzt die Menge für Produkt B auch steigt, wenn Delta also hier positiv ist, haben wir Minus durch Plus, haben wir kleiner 0, haben wir Minus und das deutet hin auf eine komplementäre Beziehung von A und B. Das heißt, diese beiden Produkte ergänzen sich. Sie werden in gewisser Weise gemeinsam genutzt, wie ein Rasierklingenhalter und entsprechende Rasierklingen zum Nassrasieren zum Beispiel. Das sind komplementäre Produkte oder ganz streng komplementär der rechte und der linke Schuh, um es mal ganz extrem auszudrücken. Also wenn der trifinische Koeffizient kleiner 0 ist, haben wir eine komplementäre Beziehung. Ja, das war's schon wieder. Vielen Dank. Schauen Sie mal unter spaßlerndenk.de. Mein Name ist Marius Ebert. Im Übrigen glaube ich, dass wer einen Fernlehrgang bucht, sich durch schöne Werbebilder hat täuschen lassen. Er muss nun unter dieser Täuschung leiden.
Wollen Sie hingegen lernen ohne Leiden? Dann klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Video.